Meine Damen und Herren, Logimat ohne Ende, der erste Tag 2011, hinter mir eine Riesenkulisse, da läuft sogar ein Ton. Wir sind im Moment auf dem Stand der Firma Casio, an meiner Seite Herr Neugebauer. Herr Neugebauer, ich begrüße Sie. Guten Tag, hallo. Herr Neugebauer, Sie sind heute wieder auf der Messe und zwar schon des Öfteren gewesen. Sie sind bekannt unserem Hause, oft mit Insertionen, mit Redaktionen. Was haben Sie heute auf dieser Messe an Produkten mitgebracht? Wir haben zwei ganz neue Produkte dabei. Einmal unser Gerät IT300. Ein Gerät vor allen Dingen für den Point of Sale und für den Healthcare-Bereich. Ganz tolles Produkt, großes Display, was die Funktionsfähigkeit eines iPhone-Displays hat. Ganz toll. Wir können damit besonders gut Office-Dokumente darstellen. Wir können reinzoomen in PDF-Dokumente. Dafür ist das Gerät gebaut. Ganz leicht, passt in jede Hemdtasche. Und das zeigen wir hier und heute. Genau. Jetzt haben Sie noch eins. Hier steht noch eins. Etwas anders vom Design her, sage ich mal. Genau, das ist ein typisches Grip-Type-Terminal und das Tolle an dem Gerät ist, dass wir zum ersten Mal 3 Meter Sturzschutz haben, bei einem Gewicht von nur 280 Gramm. Damit sind wir ganz vorne im Markt für mobile Datenerfassungsgeräte. Das heißt, das Gerät ist unbedingt dafür einzusetzen im harten Warehouse, im Lagerbereich, wo die besonders stark beansprucht werden. Die Geräte sind, wie Sie sagen, noch ganz warm, noch nicht auf dem Markt, frisch mitgebracht. Genau. Wir haben hier Prototypen auf der Messe, sind ganz stolz, dass wir die aus Japan direkt hierher bekommen haben, sind extra eingeflogen worden und wir zeigen sie hier erstmals im Logistikbereich und wir hoffen, dass sie ab Ende Februar dann auch verfügbar sind und wir sind natürlich jederzeit schon gerne bereit, Bestellungen anzunehmen. Jetzt habe ich hinter mir eine Skala, ich frage jetzt mal so, bis 3 Meter Höhe, genau. Was hat es damit auf sich? Genau, das ist eben ein Gerät, das hat IP67, das ist staub- und wassergeschützt, ganz toll und vor allen Dingen kann es aus 3 Metern Höhe fallen gelassen werden. Und das ist besonders eben für den Lager- und Warehouse-Bereich geeignet. Ganz toll. Und da passiert nichts dran, also es ist mega gekapselt. Genau, das ist eben auch eine Kernkompetenz von Casio, dass sie eben sehr robuste und sehr langlebige Geräte bauen. Und dafür steht unser neues DDX8. Jetzt muss ich mal laienhaft fragen, gibt es da überhaupt was Vergleichbares? Ich sag mal, mit so einer Kapselung und so weiter, das ist doch fast ungewöhnlich. Es ist ungewöhnlich in der Tat. In dem Verhältnis von Gewicht zu Sturzschutz, zur Robustheit sind wir momentan ganz vorne. Also, was ganz Neues, was ganz Frisches. Die Messe hat gerade begonnen, wir haben ein paar Stunden hinter uns. Welchen Eindruck haben Sie, Herr Gebauer? Es ist wirklich voll. Ich bin zum ersten Mal auf der Logimat. Ich bin total überrascht. Wir haben schon viele gute Kontakte gehabt, viel Mittelstand, aber auch viele wirklich große Firmen, die uns hier angesprochen haben. Und ich bin sehr gespannt auf die nächsten Tage und freue mich einfach, hier zu sein. Da freut sich der Cassander, wenn er das hört, und zwar der Messechef. Das sind richtige Aussagen. Frage noch, welche Messen sind dieses Jahr noch angedient? Wir sind auf jeden Fall auf der Euroshop für den Retail-Bereich. Und dann sind wir noch auf einer Logistikmesse in Frankreich, SITL. Und wahrscheinlich werden wir auch noch auf die Post-Expo gehen, aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern. In Frankreich sind Sie persönlich dabei? Natürlich. Wir haben 9 französischen Kollegen seit einem Jahr und ich unterstütze natürlich, soweit ich kann. Dann sehen wir uns wieder. Wunderbar, ich freue mich, Herr Lodinger. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch, für Sie noch viel Erfolg und zwar auf dieser Messe und gute Geschäfte. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.